Juti, wir sind eine Stunde nach der letzten Siesta-Sendung und jetzt haben wir uns mal zusammengesetzt, um ein bisschen zu quatschen. Ich weiß, ich bin mit dem Körper so breit, also ihr gesagt, gar nicht richtig drauf, ne? Aber gut, das kriegen wir schon hin. So, habt ihr euch beide erstmal erholt? Ja, so einigermaßen würde ich mal behaupten. Ich bin noch dran. Und du? Nö, bei mir geht das eigentlich schon. Kann schon wieder loslegen. Ja, ich meine, du hast ja gerade uns noch mit ein bisschen Kuchen gestärkt hier. Hast das Rezept eigentlich schon veröffentlicht? Nein, noch nicht, aber das gibt es jetzt im Oktober. Gut, kann ich euch schon darauf hinweisen, der Kuchen schmeckt lecker. Jürg, seit 1981 bist du Moderator. Damals im öffentlichen, in der Schweiz, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder beziehungsweise Radio. Wie empfindest du den Unterschied jetzt zum Internetradio? Also ich muss dich zuerst korrigieren, ich war nie beim Öffentlich-Rechtlichen. Ich war in der Schweiz 1981 bei einem kleinen Lokalsender mit dabei. Der war im Kanton Tessin stationiert und da habe ich einfach einmal pro Woche habe ich dort eine Sendung gemacht. Manchmal bin ich dann am Wochenende ins Tessin gereist, wurde dort von meinem Kumpel abgeholt und dann haben wir zusammen die Nacht uns um die Ohren geschmissen mit den Plattenspielern, die nicht funktionierten. Das war halt noch so die Anfangszeit. Und der Unterschied zum Internetradio, der ist eigentlich gewaltig. Weil damals beim UKW-Radio, wir hatten ja wirklich noch die Urzeiten eigentlich erlebt, da arbeitete man natürlich noch mit der guten alten Tonbandmaschine, man arbeitete mit zwei Plattenspielern, man musste die Jingles noch mit der Cartridge einspielen. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Radiomachen hat damals eigentlich was ganz anderes bedeutet. Nicht von der Information her war es im Prinzip dasselbe, aber von der Technik her war es natürlich schon ein bisschen anders. Heute haben wir da Computer. Ist alles viel, viel einfacher geworden heute. Jetzt habe ich dich gerade die ganze Zeit mal so ein bisschen beobachtet, wo bei deiner Sendung. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass du ein Sehproblem hast und du bist natürlich viel mit den Händen da am Arbeiten. Erklär doch mal ein bisschen, wie du da, wie die Arbeitsabläufe sind, die ja immer wieder gleich sind, die sich wahrscheinlich einstudiert haben. Was machst du da alles? Also es ist so, dass ich, wenn ich mit dem Computer arbeite, da ich praktisch blind bin, auf dem rechten Auge sehe ich gar nichts mehr, da ist dunkel. Auf dem linken Auge ist das gerade noch knapp mal hell und dunkel und größere Konturen. Dann brauche ich natürlich Hilfe, denn ich muss ja irgendwie erkennen können, was da auf dem Bildschirm ist. Und dazu habe ich einen Screenreader, sprich eine Sprachausgabe, die mir eigentlich alles vorliest, was da auf dem Bildschirm steht. Und ich habe, das hat man jetzt vielleicht auf dem Video nicht so gesehen, eine Braillezeile. Die macht eigentlich dasselbe wie der Screenreader, dient zur Unterstützung. Also das heißt, immer 40 Zeilen habe ich dann noch zusätzlich auf der Braillezeile, so dass ich beispielsweise, wenn das Studioprogramm Zara, mit dem ich arbeite, einen Titel anzeigt, kann ich das auf der Braillezeile lesen und weiß dann schon, was da geladen ist. Also, das muss man so verstehen, dass dann diese Braillezeile sagt, was weiß ich, Olaf Henning, Genau, blinder Passagier. so ist das. Und da werde ich dann immer zwischendurch wieder mal mit meinen Händen zur Braillezeile gehen, um da zu lesen, was da steht. Jetzt erfordert diese Art der Arbeit aber unwahrscheinliche Konzentration. Das ist wie Autofahren, sage ich. Also man muss schon gut aufpassen, dass man dann nicht irgendwo im Graben liegt, weil das Problem ist halt, du kannst nie hundertprozentig sicher sein, dass der Cursor vom Screenreader wirklich dort ist, wo er sein soll. Es kann auch mal sein, der ist wo ganz anders. Und dann, wenn du natürlich dann anklickst mit der Eingabetaste, dann kommt natürlich nichts, weil du auf einem falschen Fenster bist. Und deshalb ist es immer wieder zu kontrollieren, stimmt das Fenster, bin ich am richtigen Ort, kann ich jetzt wirklich so fahren. Wenn das am richtigen Ort ist, dann ist das eigentlich kein Problem. Und das ist natürlich heutzutage auch schon sehr, sehr viel Routine. Wie lange ist das jetzt so, dass du in diesem Stil arbeitest? Mit Braillezeile und Computer arbeite ich eigentlich schon sehr lange auf Sendung, allerdings seit Dezember 2010, das heißt eigentlich ganz genau gesagt seit 1. Januar 2011, damals noch mit dem guten alten Sam Brocaster.
Und das hat man dann zwischendurch mal gewechselt in einer Nacht- und Nebelaktion bei dem Sender, bei dem ich damals war. Und ich habe ja damals mit Susi 3 Jahre lang eine Morningshow geschmissen, also jeden Morgen um 5 auf. Um 6 haben wir angefangen, bis 9 hat sich das durchgezogen. Und da ist eigentlich dann wirklich die Routine auch gekommen, weil ich dann gemerkt habe, was darf ich definitiv nicht machen. Susi, du bist ja in dem Sinne mal so ein bisschen Quereinsteigerin. Komm, ich rutsch nochmal ein bisschen rüber, irgendwie muss das doch gehen. So, du bist ja in dem Sinne mehr so Quereinsteigerin. Bevor du Jörg kennenlerntest, hattest du ja eigentlich mit Radiomachen gar nichts am Hut. Das ist richtig, ja. Ich habe da überhaupt nichts mit Radio. Ich habe zwar Radio gehört, das schon sehr gerne, aber eben selbst Radio zu machen, nee, war nicht drin. Und wie hat er dich jetzt überredet, da mitzumachen? Eigentlich gar nicht. Es war eigentlich mehr durch einen Zufall entstanden, weil es gab da eine Bahnseite, die haben immer Bahnstrecken von Bayern durchgegeben. Und diese Bahnseite, die funktionierte plötzlich überhaupt nicht mehr. Er konnte sie nicht mehr bedienen. Und da habe ich dann einfach angefragt, ob ich ihm das helfen könnte, ob ich ihm das einfach übernehmen könnte. Und ja, und so fing das dann langsam peu à peu halt an, dass ich dann morgens dann von 6 bis 9 auch da war, die 3 Bahnstrecken beobachtet habe, ihm das telefonisch durchgegeben habe. Ja, und so haben wir uns dann langsam ja näher kennengelernt und vor allen Dingen immer mehr zusammengearbeitet. Und jetzt könnt ihr beiden nicht mehr ohne einander. Jetzt können wir nicht mehr ohne einander, das ist genau so. Es war ja auch eigentlich lustig, weil als Susi mich angefragt hat, diese Geschichte mit der Bahn zu machen, da habe ich dann schon mal leer geschluckt und habe gesagt, was stellt sich die Frau vor? Die muss jeden Morgen um 5 Uhr muss die da raus, muss mit mir zusammen durchhalten zwischen 6 und 9. Und ich habe ihr gesagt, also das musst du dir wirklich gut überlegen. Ne? Das ist jeden Tag, 5 Tage in der Woche bist du da im Prinzip gefordert. Und sie hat gesagt, das ist kein Problem und das war kein Problem. Und jetzt habt ihr euch mittlerweile über 5 Jahre schon so eingespielt und mittlerweile auch das Programm ein bisschen erweitert, wenn wir mal die Sendung Siesta sehen. Weil Wetter, Nachrichten, Berichte, Rezepte, wie kommt ihr an die ganzen Informationen, die ihr dann weitergibt? Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man zu den Informationen kommt. Es gibt gewisse Sachen, die sind quasi Berufsgeheimnis, die geben nicht preis. Aber wir arbeiten mit verschiedenen Agenturen zusammen, die geben uns die Meldungen, weil es ist ja so, beim Radio ist es ja so, du darfst nicht einfach wahllos aus dem Internet Sachen vorlesen, dann bist du eine Quellenangabe schuldig. In vielen Fällen musst du das sogar mit dem Autor abgesprochen haben, dass du es bringen darfst. Und deshalb ist für das Radio eigentlich, damit wir das nicht alles selber machen müssen, ist eigentlich optimal, wenn wir mit einer Agentur zusammenschaffen und arbeiten. Das sind 3 Agenturen, die wir da haben. Die stellen uns zum Teil fixfertige Beiträge mit An- und Abmoderation. Die stellen aber auch Beiträge, wo sie eigentlich nur den O-Ton und die Skripte stellen. Die Skripte können natürlich beliebig abgeändert werden. Wenn du diesen Aufwand haben willst, kannst du das machen. Und wir haben eine Nachrichtenagentur, aber du hast ja im Prinzip die Susi neben dir, die ist die Redakteurin und die weiß eigentlich alles über die Redaktion. Ja gut, dann reiche ich die Frage mal weiter. Tja, was soll ich dazu eigentlich jetzt noch groß sagen? Eben diese 3 Agenturen und dann suche ich halt eben viel auch im Internet und hab da so spezielle Seiten, aber eben wie gesagt, das ist Berufsgeheimnis. Alles wird hier nicht verplaudert und ja, man stellt sich das eben so zusammen, man schreibt das eben radiogerecht auch um, so dass richtig Kino im Kopf entsteht. Jetzt sieht es ja so aus, du machst auch unter anderem sehr viele Rezepte. Ich sehe mal hier so in deinem Bücherschrank diverse Kochbücher und Backbücher. Ist das so ein Faible von dir? Nicht unbedingt. Also ja, gut. Meine Mutter hat immer gesagt, sie kocht und backt gern gut. Ich habe es nicht übernommen. Ich habe Kochrezepte und Backrezepte eigentlich gesammelt, probiere halt verschiedene Sachen aus und wenn es mir gut gefällt, dann gebe ich sie auch natürlich gerne weiter. Und das Wetter? Das Wetter, ja, das ist praktisch, ich beobachte gern das Wetter und das habe ich eigentlich schon von frühester Kindheit an gemacht. Das habe ich von meinem Vater auch übernommen, der immer gesagt hat, er stand morgens auf dem Hof, hat sich den Himmel angeguckt und hat gesagt, heute wird es so und so. Und das habe ich mir wirklich so abgeguckt und das ist so ein Dings, das gefällt mir einfach. Jetzt bist du, oder beziehungsweise seid ihr, etwas mehr als ein Vierteljahr hier in Deutschland?
Vermisst du die Schweiz? Nein, ich vermisse die Schweiz nicht. Ich habe ja auch kurios Abschied genommen von der Schweiz. Also man hat mich ja als Mensch mit einer Behinderung dort quasi rausgeschmissen. Vielleicht nicht einmal unbedingt willentlich, aber einfach, wir haben festgestellt, wir hätten in der Schweiz nicht leben können. Dazu hin muss ich sagen, hat es natürlich jetzt einen großen Vorteil. Wir sind bei einem deutschen Internetradio gelandet, bei Hard Radio, wo es uns auch sehr gut gefällt. Und wir genießen das, dass wir eben ja doch eher die Möglichkeit haben, die Leute vielleicht auch mal zu treffen, mal live zu sehen, mit wem wir es da zu tun haben. Wir jetzt heute mit dir, Peter. Vor allen Dingen ist mir aufgefallen, das werden unsere Hörer dann sehen, wenn sie das Video von der Sendung sehen. Ihr seid eigentlich relativ lustig gelöst, wenn ihr dann miteinander da die Sendung macht. Ist das jetzt nur wegen dem Umzug oder war das schon immer bei euch der Fall? Nein, das war eigentlich immer so der Fall. Also, weiß nicht, was du dazu sagst, Susi. Also für mich auch. Also ich bin, seit ich mit Jörg richtig zusammen bin, bin ich eigentlich so ein richtig fröhlicher, lustiger Mensch wieder geworden. Also er hat das einfach die Seite wieder in mich geweckt. Und das kommt dann Hard Radio zugute. Stichwort Siesta. Vor der Sendung ist nach der Sendung. Nee, umgedreht. Nach der Sendung ist vor der Sendung. Ja, das heißt also, wenn die Sendung vorbei ist, geht schon ran an die nächste Sendung. Bei dir ist es die Musik. Richtig. Ich schmeiß mal die alten, die bereits gespielten Titel raus, damit die sich dann am nächsten Tag nicht wiederholen. Wir wollen ja auch musikalisch möglichst vielseitig sein. Und wir haben uns eigentlich eine relativ schwierige Aufgabe gesetzt. Wir haben gesagt, wir möchten als Informationssendung und natürlich auch ein bisschen, ich würde es mal sagen, mit 3-4 weiteren Sendungen als Flaggschiff von Hard Radio, möchte man natürlich auch wirklich Hard Radio vertreten. Also auch in der Musik. Bei uns sollen auch die Künstler zu Wort, respektive Musik von Künstlern gespielt werden, die beispielsweise auch im Interviewmarathon zu hören sind. Das sind für uns alles richtungsweisende Pfeiler. Auch die Charts, die nationalen und die internationalen Charts, die bei uns gewotet werden, das sind für uns richtungsweisende Pfeiler. Das heißt, das spiegelt sich dann auch in Siesta als Teil wieder. Das ist dann quasi der Spiegel davon, könnte man fast sagen. Und da mache ich sehr, sehr vorsichtig Musikauswahl. Ich möchte auch, dass wir eine richtige Welle haben, also dass die Höhe richtig schön mitgenommen hat. Bei uns gibt es das nicht, dass ein langsamer Titel kommt nach einem ganz schnellen Titel. Wir wollen keine Dynamiklöcher produzieren und wir sind eigentlich sonst nicht gegen Emmentaler Käse, weil der hat Löcher, aber in der Sendung bitte möglichst wenig. So. Bei dir sieht es ja dann so aus, Susi, dass du da mehr so für die Berichte zuständig bist. Nach welchen Kriterien wählst du die Berichte für den nächsten Tag aus? Ja, das ist eigentlich noch schwierig zu sagen. Also ich gebe eigentlich so ein, dass ich halt kuriose Sachen halt schon suche, so Alltagsgeschehen, was könnte halt passiert sein. Und ansonsten, wenn ich da wirklich nichts finden sollte, dann nehme ich eben mal ein Rezept oder stimme ich eben auch, wie es heute schon zu hören war, mit der Conny ab, die da unter anderem dann auch für uns Berichte erstellt und schaue halt eben, was hat sie noch im Angebot, was könnte ich vielleicht dazu passend bringen, so wie heute jetzt mit dem Erntedankfest, dann hätte ich auch wieder gesagt, ja okay, man hätte jetzt eben auch irgendwas so Richtung Oktober, Herbst wieder bringen können, so dass es in sich dann einfach wieder abgestimmt ist. Jetzt bietet ihr ja den Hörern von Hard Radio auch an, dass die sich an der Sendung beteiligen können, mit Veranstaltungshinweisen, mit Informationen oder so. Erzähl doch da mal ein bisschen drüber. Ja, das ist durchaus möglich, denn wir haben ja eine E-Mail-Adresse extra für Siesta eingerichtet, die heißt siesta-hr@gmx.de, aber bislang wird die leider noch ein bisschen wenig genutzt, also wir wünschen da uns schon noch mehr Zuwendung dazu. Gut, und was können die Hörer im Einzelnen euch übersenden an Material? Im Grunde genommen sind wir eigentlich für alles offen, ob es Veranstaltungstipps sind oder einfach mal so ein Hinweis oder wenn irgendwo was passiert ist, was sie gerne weitergeben möchten. Vielleicht auch einfach nur, dass jemand Geburtstag hat und wir möchten ihm übers Radio gratulieren. Selbst auch das machen wir gerne. Aber groß selber was vorbereiten brauchen die Hörer nicht. Einfach nur hinschreiben, Veranstaltung da oder irgendwie ein Rezept aufschreiben. Also groß einsprechen als Trailer brauchen sie es nicht. Nein, absolut nicht. Einfach der Text, der reicht schon und den Rest, den machen wir dann. Gut. Ja,
Jörg, was möchtest du unseren Hörern dann noch erzählen? Wir möchten möglichst viele von euch. Und es freut uns natürlich für jeden, der mal neu zuschaltet, mal reinhört und sich vielleicht doch entscheiden könnte, es wäre möglich, dass er bei uns bleibt, dass er auch mal die ganze Sendung durchhört. Wir versuchen wirklich immer viel Abwechslung mitzubringen und mit den Hörerinnen und Hörern, die wir ja bereits jetzt für uns gewinnen konnten, wir haben immer viel Spaß mit ihnen zusammen und ich weiß, sie haben auch Spaß mit uns, denn sonst würden sie wahrscheinlich was anderes hören. Eins wollen wir an dieser Stelle nochmal erwähnen. Wir machen dieses Interview natürlich nicht, um irgendwo Mitleid zu haschen, ob eurer Situation, sondern wir wollen darstellen, was Menschen mit Behinderungen, egal welcher Art, was leisten können. Für mich ist die Situation eigentlich, muss ich sagen, ziemlich unwichtig geworden, weil für mich ist das Alltag. Es ist wie jemand, der im Rollstuhl unterwegs ist, nicht? Der macht halt einfach seine Alltagsbewältigung. Vielleicht hat er ja noch einen Assistenzhunden dabei, der ihm ein bisschen hilft. Manchmal sind es die Mitmenschen, die dann behilflich sein müssen, weil es anders nicht mehr geht. Aber für uns ist es Alltag und wir machen da, wir leben wie andere Menschen auch. Wir wollen Spaß haben, wir wollen uns beteiligen am Leben, das ist alles. Gut, dann bleibt nur noch eins. Morgen 12 Uhr Siesta, am besten 10 Uhr beim Money direkt auch, beim guten Morgen, ne? Und dann 12 Uhr Siesta und dann am besten den ganzen Tag da dranbleiben. In diesem Sinne danke ich euch beiden und auf die nächsten zigtausend Sendungen. Wir danken dir.